Show your hands! Show your hands! I suggest you get your things together now and fuck off. As quickly as get possible! Get up! You said get up! Don't want to see your faces here again! Where do you take us? Shut up and get in. Ja, mitten im Wald. Und hier werde ich gleich zum Flüchtling. Das ist ein ziemlich krasses Experiment vom Roten Kreuz. Ich nehme an einem Rollenspiel teil und schlüpfe tatsächlich in die Rolle eines Flüchtlings auf der Flucht. Ja, ich weiß noch nicht, ob das einfach ein großes Abenteuerspiel im Wald ist, was wahrscheinlich nicht so passend wäre zu dem Thema, oder ob es einem wirklich was bringt. Ich weiß nur, ich werde die nächsten 24 Stunden irgendwo hier im Wald verbringen. Hallo. Das ist der Julian, ich bin die Daniela. Wir beide sind die Spielverantwortlichen dieses Wochenende. Wenn das Spiel losgeht, wird nur noch Englisch gesprochen. Ihr bekommt Spielkarten, wo drauf steht, welche Rolle ihr spielt in diesem Spiel. Ihr müsst euch natürlich auf diese Rolle einlassen. Das wird mein Pass, den muss ich jetzt selbst ausfüllen. Und ja, dann bin ich eine 25-jährige Tochter aus Somalia. Fahima heiße ich mit Vornamen. Und ich glaube, wie heißen wir mit Nachnamen? Abukur heiße ich mit Nachnamen. Also wir alle. Alexander, Corinna, Sandra und Sophie sind für die nächsten 24 Stunden meine Familie. Damit allen klar ist, wer wir sind, tragen wir ab jetzt Alter und Geschlecht mitten im Gesicht. Wir sind in Somalia und spielen eine Bauernfamilie, die vor dem Bürgerkrieg flieht. Das ging ja unfassbar direkt los, irgendwie mit auf uns einstürmenden Soldaten oder so. Da fühlst du dich natürlich überrumpelt. Documents out. Who's the head of the family? No. Who are you? Which family are you? No. Abukur. Where do you come from? We are from Where are your documents? I told you to get your fucking documents out. Tell me why you're really leaving. Because our farm got destroyed. Lying to me. No, it's not a lie. It's the truth. It's the truth. Get down. Give me 5 press ups. Why? I'm just because I'm telling you to give 5 fucking press ups. Get down now. What is your name? 3 4 4 4. Das war insofern ein guter Einstieg, als dass ich da schon das Gefühl hatte, ah ja, ich finde schon in meine Rolle rein, also ich fühle mich jetzt schon scheiße. Go inside! Run! Faster! Run! Faster! Dann werden uns persönliche Gegenstände einfach weggenommen. Zum Beispiel Handys, aber auch Zigaretten und Wasser. Und wir landen in der Ausreisebehörde. Fahima. Du hast eigentlich keine Ahnung, was diese Beamten von dir wollen. Also keine Ahnung, was du da schon wieder für ein Formular ausfüllen musst, wofür das jetzt gut ist und ob das wirklich nötig ist oder nicht oder ob es reine Schikane ist. Du weißt das einfach nicht. Du weißt es nicht. Draußen werden wir dann plötzlich angesprochen. We can take you to the next border, yes, safely. And we bring you to Yemen. Okay. But that's not enough. Anything okay, it's okay, yeah? Yeah.